Hallo und willkommen bei Standard Tales, The Power of Direotoren. Beim letzten Mal habe ich euch ja mit dem unglaublichsten Cliffhanger aller Zeiten zurückgelassen. Der Direotoren will die Sache nun selbst in die Hand nehmen. Er hat ja schon mal damit gedroht, in nicht allzu ferner Vergangenheit den Hänsel in einen Hund zu verwandeln. Und nun will er also die Magie der Transformation gegen uns einsetzen, um uns so zur Strecke zu bringen. Wir wissen ja, der Direotoran ist allmächtig, der kann das auch. Und er wird nicht nur dumm rumlabern. Dann wollen wir uns mal unserem Schicksal hingeben. Hast du nun endlich zu Ende gelabert, du Vollspasti? Jetzt verwandle ich euch, ihr blöden Spastis. So, das ist eure Strafe für eure Handlung, die dem Direotoran in so allerhöchstem Maße gefallen. Ach, wie dumm ihr doch wart. Das ist meine Macht, ihr Spastis. Aber erhabener, warum wandelt ihr auch Ella und mich? Einfach so. Das ist nicht so gut. Ich fühle mich wie Haut und Knochen. Du hast verloren, aber ich habe gewonnen. Schau mich nur an. Nun bin ich eine geile Arpie und kann mit meinen Brüsten rumspielen, solange ich will. Ich bin hier der Sieger. Bitte hört auf, mein Führer. Na gut, ich gebe euch noch eine Chance. Nutzt eure Kräfte, die ich euch jetzt verleihe, weise. Und ich verwandle euch, glaube ich, vielleicht zurück. Nein! Lass mir bitte meine Brüste! Ich komme doch nicht so oft in Kontakt mit Frauen bisher. Ist die Zahl noch sehr gering. Nimm mir das nicht wieder weg. So ein Mies. Jetzt bin ich ja wieder ein Mann. Und ich bin ein Vampir. Ich bin eine Medusa. Und weil ich Schlangen auf dem Kopf habe, ist auch mein Unterkörper eine Schlange. Das ist eine Mischung aus Medusa und Naga. Auch Maga genannt. Händel, Laber, Müll, wie immer. Okay, aber wie gehen wir jetzt weg? Ich versuch's einfach mal mit Licht. Ich weiß noch nicht, was uns hier erwartet. Ein Elektro-Kopf. Ah, ich hab keine Angst. Ja. Ach, der arme Frederik. Einfach nur dazu da, um umgenietet zu werden, oder wie sehe ich das? Gut, wir werden Frederik rächen. Ich hab einfach erstarren lassen. Nun soll er sein Leben als Steinstatue zu Ende fristen. Okay, Hänsel.
Mach mal was her. Heil den mal. Kein Problem. Ich habe einen Zauber, der jede Statusveränderung heilt. Erfriere in einem Blizzard! Gewisse Leute aus meiner Party nicht sehen zu müssen. Aber nicht jeder kann diesen Luxus erfüllt bekommen. Und all diese Lava-Backe für den Rest ihres Lebens in Steinstatuen fristen. Okay. Kannst du den Hallen suchen? Ich frage erst nicht, ob ich kann, sondern ob ich will. Okay, so lang. Unsere Kraftpunkte gehen doch ein bisschen zur Neige. Weil ich einfach mal den Hände unter Vorbehalt fallen, falls er die Seele streicht. Ich falle nicht so einfach. Und das war's für den Händel. Er soll sich ja nicht an meinem Blut vergreifen. War doch sehr weise. Wusste ich doch, dass der Händel das nicht übersteht. Okay, das sieht nicht so wirklich aus. Aber diesmal, ich meine, ich habe so lange in Hemsel fieses Gesicht starren müssen. Da macht mir doch auch so ein Medusenblick nichts mehr aus. Also, mal ehrlich. Moment, wohl beim letzten Mal bei den Schlümpfen war, da gab es doch diesen Kerl. Nemesis hieß der, der war auch so schlimm, dass ihn niemand ansehen konnte, ohne sich so zu erschrecken. Er wirklich so viel schlimmer aussehen als Hemsels dämliches Gesicht. Das ist nicht sehr nett. Jetzt hau endlich mal diese beiden Viecher da weg. Kein Problem. Das war's wohl. Wie konnte der Daniel und Juan die beiden nur so ausnutzen? Was für eine Kanaille! Frederik! Na gut, dann sind wir wohl hier fertig. Also auf zum Schiff! Ihr Narren! Dieses Schiff wollt ihr nutzen! Ich habe es für Hugo, Egon und Hella, als sie noch lebten, mit meiner eigenen Macht erschaffen, damit sie ihr Piratenhandwerk überhaupt ausüben konnten. Ihr glaubt doch nicht, dass dieses von mir geschaffene Etwas sich auch von meinen Gegnern, wie ihr es seid, kontrollieren lässt. Ohne diese beiden Nutten hier, da läuft ja jetzt mal absolut gar nichts. Spastis! Er hat recht. Es geht nicht. Ich habe mich einfach mal so ganz cool vor das Steuerrad gestellt. Und da geht einfach nichts. Verstehe ich ja so ganz cool, so ganz vorne auf dem Schiff, das muss doch jetzt gehen, oder nicht? Aber
Er hat recht, es fehlt nicht. Dann bleibt uns nur noch eine einzige Möglichkeit. Und die wäre? Trivial! Der Eistempel natürlich! Eistempel? Ja, der Eistempel ist das Überbleibsel einer uralten Zivilisation, die als sehr große Seefahrernation galt. Oh Gott, jetzt kriegt der am nächsten Dungeon wahrscheinlich wieder voll die multiplen Orgasmen oder so. Wenn wir auf dieser Insel jetzt noch ein Schiff finden wollen, dann da! Das geht schon los. Also los! Die Brücke, die damals beim Piratenangriff zerstört wurde, sollte jetzt wieder repariert worden sein! Ach ja? Und wie kannst du dir da jetzt so sicher sein, du Nashorn? Trivial! Na gut, dann geht's jetzt weiter. Okay. Sag mal, irgendwie hat sich doch hier jetzt was verändert, oder nicht? Du bist so grün vor Neid, von meiner Stärke, meiner Intelligenz, meinem Charisma. Ich sehe, glaube ich, total mutig aus. Kann man jetzt gerade nicht so gut erkennen, aber wenn man sich mal mein gesamtes Outfit anguckt, wenn ich noch mal irgendwo in der Szene erscheine, bin total leicht bekleidet. Du warst vorher schon genauso nuttig. Aber schau mich mal an. Ich bin ein alter Sack. Vorher war ich noch der dicke, fette Zuhältertyp. Jetzt bin ich nur noch ein alter Sack. Und nun müssen wir für immer so aussehen. Nur Frederik sieht genauso aus wie vorher. Wahrscheinlich, weil im Dario Chuan keine Verschlechterung mehr möglich war. Es war schon das untere Ende der Nahrungskette. Aber ich hatte doch noch mein Leben vor mir und bin jetzt quasi schon mit einem Bein im Grab. Wetter war ich rum. Ich hab viel mehr von meinem Leben verloren. Ich meine, ich war eine Elfe. Elfen werden Jahrhunderte alt. Jetzt bin ich nur noch eine ganz normal sterbliche Frau und ja, ich weiß, wenn ich Glück habe, werde ich vielleicht noch 100 Jahre alt, aber es ist doch nichts. Der Verbrecher hat mich um mein Leben betrogen. Okay, und ich? Ich kriege die Lebenszeit von euch beiden dazu. Das ist doch ein sehr fairer Tausch. Inwiefern fair? Du gewinnst, wir verlieren und ich habe nicht mal mehr meine Brüste, an denen ich rumspielen kann. Ach, was soll's, machen wir uns einfach mal auf den Weg. Und aber dafür sind jetzt hier wieder alle happy. Du hast zwar einen neuen Körper, aber bist genauso eine lahme Schnecke wie zuvor. Den Jungen erwischst du nie. Hui! Das lohnt sich ja sicherlich. Die Brücke zum Eistempel wurde, glaube ich, wieder repariert. Ja. Der Eistempel ist das Überbleibsel einer alten Seefahrer- und Kolonialmacht. Aber im Krieg gegen die Pachinäer wurde die Zivilisation wohl komplett ausgelöscht. Verfluchtes Pachi! Aber zum Glück hat er dadurch dann zum größten Wahl ja ein Ende gesetzt. Okay, wir sind
Apropos Ende ist ein gutes Stichwort. Bis zum nächsten Mal.